So Leute, willkommen zurück zu Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Oh yeah, letztes Mal haben wir weiter Sternzeichenrätsel gelöst und wir wollen damit jetzt weitermachen. Es fehlen nur noch zwei Steinbock und Schütze. Und dieses Rätsel hier finde ich sehr interessant und ist einer meiner Lieblingsrätsel, würde ich sogar sagen. Wir dürfen nicht zweimal auf dieselbe Schaltfläche treten. So, so. Wir müssen trotzdem quasi jede Ziege, jeden Steinbock ins richtige Fleckchen einführen. Das ist gar nicht so einfach. Wir müssen mal schauen, wie wir das überhaupt anstellen wollen. Ich wüsste gerade gar nicht. Bis auf, nee, nochmal resetten. Ich mache zuerst das Dreieck rein. Weil ich da ehrlich gesagt nicht weiß, wie ich das machen soll. Ohne, dass sie sich halt kreuzen. Ich probiere es mal so. Wobei, ich habe eine Idee. Doch, haha. Doch, doch, doch. Das müsste sogar richtig sein, wie ich es jetzt gerade vorhabe. So, einmal darum. Können wir nämlich immer noch... Das müsste funktionieren. So, quasi um alle beide hinweg. Ja, ja, doch, doch, doch. Das ist richtig. Cooles Rätsel. Gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr. Denn so können alle beide noch in die dazugehörige Fläche. So. Uno. Und die anderen sind da jetzt selbsterklärend. Und ich dachte, ich muss einfach auf alle Schaltflächen treten. Also bitte. Nope, nope, nope. So ist das doch viel epischer. Gut, hätten wir das gleich auch auf der richtigen Position. So, und jetzt aufpassen, nicht zu weit schieben. Ah, kann ich ja eh nicht. Ich könnte es nicht mal versehentlich zu weit schieben, weil das nicht funktioniert. So, und dann noch den nach drüben schieben. Das ist natürlich fies, wenn man aus Versehen irgendwie so eine Linie kreuzen würde. Dass man dann das Rätsel neu machen müsste. Das wäre voll gemein! Aber das ist ja nicht der Fall. So, und dann noch damit hinunter. Flop. Und damit ist auch der letzte Raum endlich betretbar. Da bin ich gespannt. Meine Güte, ich meine, wir sind ja schon eine ganze Weile jetzt hier drin. Wird mal Zeit, dass es quasi weitergeht. Der Schütze. Der Schütze. Gucken wir doch mal, was uns da drin erwartet. Für irgendwelche schönen Fallrätsel. Ich erinnere mich da an den Jupiter-Leuchtturm aus dem zweiten Teil. Da hat es ja auch ein bisschen was mit Pfeilen zu tun. Ein ganz kleines bisschen was. Ne? So, die letzte Energiequelle. Oh, hier müssen wir einfach nochmal ein bisschen drehen, wie mir scheint. Ohne diese Synergie wären wir echt aufgeschmissen. Aber Gott sei Dank haben wir diese Synergie. Sonst müsste man immer ein Lasso mitnehmen, einen Greifhaken oder irgendwie sowas, um solche Dinge zu aktivieren. Oh Gott sei Dank sind wir Adepten. Lass mir raten, Wasser auffüllen, dann kommt das Ding raus. Der tödlichste Feind des Schützen ist er selbst. Das hat was äußerst Episches für den Schluss. Kalter Griff erst einmal, da kommt bestimmt der Stiel da in der Mitte raus. Ja, oh, er muss auf den Spiegel schießen. I see. I see, quasi. So, einmal drehen bitte. Und da zerbricht das Teil. Aktiviert. Können wir jetzt in die Mitte gehen? Ach, Moment mal. Ich wollte sagen, stimmt ja. Da war ja was. Das heißt, das Ding, was wir die ganze Zeit gesehen haben, war das Teil hier. Auf einmal ergibt alles einen Sinn. Hab ich schon ganz verdrängt, dass wir da sowas gesehen haben, außerhalb eines Spiegels. Oder einer Glasfläche. Jetzt hat er den Fall da durchgerammt. Jetzt können wir auch wieder zurückgehen. Komme ich da irgendwie in die Mitte? Ja. So, bitte einmal da drauf. Wenn ich ganz lieb bitten dürfte. Bitte, bitte, bitte. Ein sehr häufig genanntes Wort bereits in diesem Part. Wenn ich das nebenbei mal anmerken dürfte. So, muss ich da jetzt dran ziehen oder? Irgendwie sowas. Mal jetzt hier an meinem Finger. Gucken wir doch mal, ob das ne, wieder auf die obligatorische... Ja, tatsächlich. Aha. Hat mich doch wundern. Die Szene brauchen wir die ganze Zeit schon. Oh, ist quasi wie ein Glockenschlag. Und wie gefällt euch dieser Dungeon hier?
Ich finde ihn sehr... Oh, wow. Holla. Was haben wir jetzt getan? Ich finde es extrem cool. Und beeindruckend. Schön, dann fliegen wir doch mal ein bisschen. Oh, wobei die Dinger halten relativ stabil offensichtlich. Oh, wir sind weg. Wir haben es geschafft. Wir sind weg vom Wolkenpfad. Ich gucke gerade, ob hier noch irgendwas anderes ist, aber... Nope, offensichtlich nicht. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind wieder auf der Weltkarte. Wo genau geht's jetzt hin? Nein, ich wollte... Das wollte ich nicht. Das war nicht, was ich wollte. Ich wollte eigentlich nur die Karte aufrufen, aber... Also ein bisschen größer machen, aber das geht scheinbar nicht. Hm, die ganze Welt steht uns offen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. Ist da irgendein Djinn? Nein, oh wow, Killeraffen. Nee, wir kämpfen gleich gegen euch. Nee, vielleicht kämpfen wir auch jetzt gegen euch, weil wir nicht fliehen können. Aber gleich. Mann, ich will da gegen euch kämpfen. Aber jetzt bin ich auf dem Fluchttrieb. Sehr gut. Mann, Mann, Mann. Diese Killeraffen immer wieder. So, was haben wir denn hier so Schönes? Eine Höhle. Schrein am Nordwall. Oh ja, ich erinnere mich. Ich glaube, hier gibt es eine Beschwörung. Sieht auch ganz danach aus oben. Als wäre da eine Beschwörungstafel versteckt. Und hier werde ich direkt mal die Feuerweib-Synergie auf R legen. So, und dann brauchen wir auch kalter Griff wieder für. Aber ich denke, wir haben alles, was wir... Ups, das muss ich nicht. Das muss ich doch gar nicht wegmachen. Mensch, werde ich fast ohne die Synergie verschwende. Wobei ich nicht weiß, ob das abgezogen wird, wenn ich den Knopf nur drücke. Ein Fläschchen an der Miete. Wir müssen demnächst in unserem Menü nochmal sortieren. Aber das werde ich offscreen machen, weil es wird doch langsam etwas viel zum Sortieren, nicht wahr? So, einfach einmal drüber jumpen. Und schon sind wir... an diesem Ort. Kann ich da... Kann ich da einfach mal Regenschauer machen? Nein, das funktioniert nicht. Muss ich wahrscheinlich irgendwie da links rüber. Ich habe nicht das Gefühl, dass es soweit reicht. Nee. Irgendwas anderes, was ich übersehen habe? Ach, Dürre geht da auch. Ach klar, wir können das Ding ja auch komplett verdampfen lassen. Ach so, Moment mal, da unten, seht ihr das? Schon gut. Schon gut, schon gut, schon gut. Das hätte ich nicht, also beziehungsweise ich hätte es wieder einfrieren müssen. So, kalter Griff. Tack, tack, tack. Und ich hoffe einfach mal, dass wir dann nah genug dran sind, um es da mit unserer Lieblingspsynergie, na, nicht wirklich Lieblingspsynergie, aber mit der Psynergie, die wir in letzter Zeit sehr oft gebraucht haben, dass wir uns dann darüber hangeln können. So, dürfte ich bitten? Jawohl, es funktioniert. Schön. Jetzt sind wir auch hier nah genug dran, um das Gedöns einzufrieren. Wir kriegen eine neue Beschwörung. Ich habe euch noch gar nicht die neuen Beschwörungen gezeigt, fällt mir gerade auf. Sollte ich mal tun. Ich denke mal, ich vergesse mal, ihr habt ja eh die beiden ersten Teile gespielt und so weiter, aber das ist ja gar nicht der Fall. Das ist ja, weil viele gucken ja auch gerade nur diesen Teil zu. Und bei uns an 3 kennen ja auch lange nicht alle, nicht wahr? So, hallo Moloch. Schließe dich uns an. Also ich glaube jedenfalls, dass es Moloch war. Würde auch zu der Umgebung passen. Matthew kann nun Moloch beschwören. Für die Beschwörung werden folgende Jobaufrufe benötigt. Zweimal Merkur, einmal Jupiter. Wisst ihr was, dann werden wir das jetzt mal schön machen. So, Merkur, Jupiter ist da oben schon einmal. Wir wollten auch nochmal Flora zeigen. Ich weiß gerade nicht, ich glaube, es war zweimal Venus, einmal Venus, aber ich deaktiviere die einfach beide. Dann kann ich die nämlich gleich, wenn uns Monster angreifen, direkt mal zeigen. Schön. Einmal bitte über die Pfütze springen. Wir nähern uns auch langsam dem letzten Point of No Return. Dem Final, glaube ich. Wobei, nein, Quatsch, vergiss das noch lange nicht. Aber wir sind bald in der Umgebung, sage ich mal, wo er auftaucht. Das möchte ich mal gesagt haben. Nein, Gegner! Okay, Killeraffe, dann schmecke die Macht von. Bockner haben wir auch noch nicht gezeigt. Wir haben so viel noch nicht gezeigt. Moloch und Flora. Und du machst einfach gar nichts. So, und du greifst einfach mal an, weil ich glaube, der überlebt die beiden Beschwörungen. Vielleicht sogar Flora, weil die ja prozentualen Schaden machen. Hallo! Jedenfalls zu einem gewissen Grad. Ist sie nicht hübsch? Blom. Hübchen.
Ja, von Flora sieht man auf den anderen Bildschirm wesentlich mehr. Schade auch. Oh, das war guter Schaden. Und der pennt ein. Haha. So, Moloch, dann darfst du das Ende jetzt machen. Und bitte sei du etwas mehr auf dem unteren Bildschirm unterwegs. Hallöchen. Er sieht so fluffig aus. Finde ich. Ja, du bist auch nur auf dem oberen Bildschirm unterwegs. Ich glaube, ich werde mir mal ein Design zurechtlegen, Leute, was ich dann immer während der Beschwörung anklicke. Dann gucken wir uns die ganzen mal so an, damit ihr sie auch sehen könnt, wie sie aussehen sollten. Das gefällt, das finde ich ziemlich doof so gerade. Da kann das Spiel nichts für, das ist mir schon klar. Das liegt ja an dem Design, an dem Layout. Aber das werde ich dann machen, nochmal die Beschwörung zeigen, weil das ist ja blöd. Wir sollen nur sehen, wie das alles abgeht. Das ist doch so schön ansehnlich. Das war gerade so eine schöne friedliche Musik. Jetzt wird die direkt unterbrochen von irgendeinem Chaos-Typen. Halt! Hä? Was denn? Hallo, wir sind... Was wollt ihr? Hey, sei gefälligst nett zu der Dame, oder muss ich dir erstmal Nieren beibringen? Oh, Tyrell, setz dich ein! Sucht ihr Ärger, Eindringlinge, falls ihr auf einen Kampf aus seid, nur zu! Sachte, sachte, wir wollen euch bestimmt keinen Ärger bereiten, nicht wahr, Tyrell? Was guckst du so an? Er hat mir hat angefangen. Passiert es öfter, dass deine Freunde dich vor deiner eigenen großen Klappe retten müssen? Komm hier rüber und dann sag das noch einmal, du. Schluss damit! Oh Gott, das ist Abe. Huzan! Ich habe zuerst Duzan gelesen. Dieser alte Mann ist Roikius oder Roikius, Roikus Lehrmeister und Mentor und Freund. Er ist ruhig, hat stets seinen kühlen Kopf und hält seinen oftmals heißblütigen Schüler gekonnt im Zaun. Oh. Der sieht alt und weise aus. Ha, wessen Freund rettet hier wen vor seiner großen Klappe? Wie geht meinem jungen Freund sein unnötiges Verhalten? Psst, was, wenn sie bei den Typen um Spione handelt? Diese dort trägt ein feuriges Herz in seiner Brust. Er ist sicherlich kein Spionus, Wilinsk. Oh, Wilinsk, davon haben wir schon gehört. Mag sein, aber selbst wenn sie nicht dort her sind, so können sie uns immer noch unwissentlich verraten. Wäre es in Ordnung, wenn wir jetzt ins Dorf gehen? Dann könnt ihr zwei in Ruhe diskutieren. Bitte geht nur. Ihr geht nirgendwo hin. Ihr seid mehr tolle Wachen. Könnt ihr euch mal einigen? Oder Moment mal, ihr beide seid ja keine Wachen. Kann das sein? Moment mal! So. Dieser Smirk gerade. Stimmt's oder habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Diese Kerle sind auch nur Besucher. Also haben sie gar nichts zu melden. Also gehen wir einfach. Tyrell, du bist so unglaublich redegewandt gerade. Ich stimme Tyrell zu. Sollen wir? Das ist die richtige Einstellung. Aber vergiss nicht, dass ich es war, der uns Zugang zum Dorf verschafft hat. Ja, Tyrell, du bist ein ganz toller Hengst. Ha, als ob ich euch einfach so vorbeilassen würde. Bitte entschuldigt. Boah, voll Schlangen. Aua, verdammt. Voll in die Weichteile. Autsch, das tat sicher weh. Bitte tretet ein. Ich bin Tyrell und das hier ist Matthew. Danke fürs Durchlassen, Opa. Ja, und das sind Amity, Rifu, Kiara. Nichts für ungut. Na? Ah, scheiße. Glückwunsch, bitte geh jetzt. Okay, ja, wir hauen ja schon ab. Schönes friedliches Dörfchen, wollte ich gerade sagen. Oh, Schäfchen! Hier oben im Hochland ist die Luft recht dünn. Viele von uns Besucher können nur schwer atmen. Unsere Schafe und Ziegen haben uns von Morgal bis hierher geführt. Ihnen scheint die dünne Luft nichts auszumachen. Sie sind ja voll knuffig. Meh. Ich liebe Schäfchen. What? Hallo? Wer warst du denn? Wer warst du denn? Ich weiß, wer du warst, aber wer warst du denn? Meh. Irgendwie finde ich sowas... Ich meine, guckt euch an. Kleine, dicke Knubbel und die machen meh. Süß. Berlins Hauptstadt von Morgal liegt quasi auf dem Wasser. Der Ausblick ist hinreißend. Die Stadt ist durch das Wasser von einem direkten Angriff geschützt. Stell ich mir praktisch vor. Stell ich mir zu praktisch vor. Kommt ihr aus dem Süden? Ja. Ihr wollt nach Süden, wir wollten nach Süden reisen, doch leider konnten wir keinen Pfad über das Gebirge finden. Tja, Rückweg ist auch, glaube ich, nicht so sonderlich gut machbar. So, keine Ahnung, wohin mich das führt, aber ich setze einfach mal Wachstum ein. Ich würde fast vermuten, da oben ist wieder ein Djinn. Vielleicht ein Merkur-Djinn? Sieht so aus irgendwie, aber... Ja, nee, ein Mars-Djinn. Oh nein! Oh nein! Mäh! Oh, das arme Schaf! Es steht hier aber im Weg. Muss ich ihm Wolle geben?
Mäh. Oh Gott, wie es friert, es tut mir voll leid, wie es zittert. Nein, wir machen ihm Feuer. Schnell. Hier, du darfst nicht frieren, Schäfchen. So, guck mal hier, alles okay. Yay. Oh, das Schäfchen ist glücklich. Mäh. Ich weiß auch nicht, warum man mit so leicht mit sowas eine Freude machen können, aber... Ne? Generell, diese ganzen Bauernhofstiere sind doch herzallerliebste Kreaturen. So. Hi. Wow. Diese Mask-Gin-Stimme immer. Und willkommen im Team. Wer bist du überhaupt? Der Mask-Gin-Furie. Passt. Dieser Wutgeist lebt in Teria und sammelt den Groll der Verstorbenen, um deren Wut auf seine Feinde zu entladen. Oh, das klingt brutal. Dafür, dass er so harmlos aussieht. Das ist eine ganz schön brutale Beschreibung. So, Furie hat sich auch direkt schon dem Richtigen angeschlossen. Wir brauchen aber immer noch einen Merkur-Gin. Am besten zwei, damit ich direkt den übrigen Gins richtig verteilen kann. So, ich wollte mich erst außerhalb der Stadt umgucken, bevor ich irgendwie in eines der Häuser reingehe. Mäh! Ganz viele mähende Schafe. Die kleinen sind und dick und niedlich. Morgan wird zum Großteil vom Wildvolk bewohnt. Sie sind stärker als Menschen und haben auch bessere Nasen. Das Wildvolk ist ein Stamm biestartiger Lebewesen, der seit dem Erscheinen der goldenen Sonne existiert. Einige von ihnen waren einst Menschen, andere Tiere. Die goldene Sonne verlieh ihnen besondere Kräfte und eine einzigartige Erscheinung. Ganz ehrlich, wir machen sie ein wenig Angst. Ja, die sind bestimmt ganz nett. Ich bin eigentlich nur gekommen, um mir etwas Wasser zum Kirin-Gletscher zu besorgen. Doch hier scheint über Nacht eine Stadt erschienen zu sein. Ich bin überrascht. Oh, über Nacht? Suddenly Town. Town and City. Berlins gilt als uneinnehmbar. Man muss schon verrückt sein, einen Angriff auf diese Stadt zu planen. Scheint ja krass zu sein. Seid ihr etwa Besucher? Seid ihr zufällig einem jungen Mann in Begleitung eines älteren Herrn begegnet? Ja. Der junge Mann heißt Royko. Dieser heißblütige Sanan lebt in Teria. Es hat den Anschein, dass er auf der Flucht vor irgendetwas oder irgendjemandem ist. Die beobachten den Eingang zum Dorf mit Argus-Augen, da sie verfolgt werden. Euch haben sie hereingelassen, deshalb scheint ihr in Ordnung zu sein. Das will ich doch mal hoffen. Und hier, das sieht mir überhaupt nicht verdächtig aus. Hey, ich kann das Feuer löschen. Okay, dann gehen wir nochmal hier rein in die Läden. Beziehungsweise, nein, in die Läden gehe ich zum Schluss rein. Denn so viel Zeit haben wir ja gar nicht mehr. Was ist mit euch los? Es ist zu verzweifeln, dass ich Tian Yu nicht helfen kann, aber ich bin total erledigt. Tian Yu ist irgendwie so eine Weiterentwicklung. Dieses junge Mädchen ist sogar ein Mädchen. Dieses junge Mädchen scheint in einer engen Beziehung zu Royko zu stehen. Und was ist mit dir? Puh, das Schloss von Berlin ist eine gigantische Festung. Es gibt nichts, was wir für Tian Yu tun können. Okay, das scheint irgendwie ein Mädel zu sein, die gefangen genommen wurde? Fragezeichen. Oder sich verlaufen hat in Belinsk und die trauen sich nicht? Ich habe keine Ahnung. Hier ist nichts Besonderes. Aber hier ist ein Apfel für den guten Amiti. Und hier befindet sich wieder mal nichts vom Wert. Alles nur doof. Oh, steigen wir mit einer Attacke mal. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Die Ruinen von Tepe sind voller Fallen und Hindernisse. Ich konnte irgendwann nicht mehr weiter. Ruinen von Tepe. Diese alten Ruinen sind Überreste der Heimat der Jinnei und liegen am nördlichen Rand des Kirin-Gebirges. Die goldene Sonne hat die Ruinen beschädigt, weshalb sie in einem sehr schlechten Zustand sind. Hast du schon wieder nach Tian Yus Tasche gesucht? Hallo. Oh, hallo, sag mal, würdet ihr uns Bescheid sagen, wenn ihr eine elegante Tasche findet? Ja, klar. Das wäre sehr nett von euch. Die Sorge um Tian Yu macht mich doch ganz verrückt. Hm. Oh Gott, was ist da nur geschehen? Heldenchronik? Nein. Wir haben eine Haube gefunden. Herzau, was macht die? Heilgruppe mit hier, das ist ja nett. Ist sie auch besser als irgendwas? Nein, ist sie nicht. Verdammt, sie ist nutzlos. Ich habe mich in Ruinen von Tepe ein wenig umgesehen. Ich konnte Tian Yus Tasche nirgends finden. Solltet ihr eine elegante Tasche erwähnen, würde ich sagen, nein. Oh, solche Menschen seid ihr. Nun, ich nehme an, ich kann nicht zwingen. Oh Gott, nein, wir machen das, na klar. Vielen Dank. So, dann halten wir mal nach einer Tasche Ausschau, falls wir diese Ruinen betreten. Du schon wieder? Strange. Wer ist dieses Mädchen? Auf jeden Fall scheint sie vor uns davon zu laufen. Hi. Hey, ich bin wieder da.
Bin da, wenn auch. Fein, schön, dich zu sehen. Warte nur, bis du gesehen hast, was für tolles Zeug ich dieses Mal gefunden habe. Das ist mittlerweile wirklich eine Menge Kram. Hey, hast du das ganze dreckige Zeug geputzt? Vielen Dank. Gern geschehen. Ich denke, wir können den Laden nun wieder öffnen. Was uns noch fehlt, sind einige Kunden. Ich bin doch da. Hi. Oh, Kundschaft! Mein Gott! Ihr seid da. Ihr seht so aus, als ob ihr nach einem Schnäppchen sucht. Ja, klar. Aber natürlich. Herzlich willkommen in unserem kleinen, aber feinen Laden. Ey, ja, willkommen bei uns. Schön, ein sehr sympathisches Dörfchen. Seid auf dem Weg nach Morgal, ja. Wenn ihr nach Morgal geht, müsst ihr unbedingt in der Hauptstadt Belinsk halt machen. Dieser Ort ist wirklich zauberhaft und leckeres Essen gibt's dort auch. Ich hatte ein wenig Angst, einen Laden in Teria zu öffnen. Dieses Nomadendorf liegt im Kirin-Gebirge. Seine Bewohner betreiben Viehzucht und wandern umher, um ihr Überleben zu sichern. Naja, ich hoffe jedenfalls, dass genügend Kunden kommen. Ein wenig Sorgen mache ich mir ja schon. Ah, müsst ihr nicht, wir kaufen euren ganzen Laden leer. Aber Leute, das machen wir erst im nächsten Part. Ich werde offscreen jetzt erstmal unser Menü ein bisschen leeren und einkaufen machen wir dann onscreen beim nächsten Mal. Das war's aber erstmal für heute mit Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Bis dann. Ciao.